Ich bin Ronald Losch, 47 Jahre alt und habe 85 Kilo abgenommen. Der Zufall sah so aus, dass ich hier in das St. Georg Klinikum eingeliefert worden bin. Im Zuge von Nachuntersuchungen bin ich verwechselt worden von einer Schwester, die mich dem Adipositas zugeordnet hat. Mein Interesse war geweckt. Da habe ich die Schwester ausgefragt über das Programm und habe mich dann gleich am selben Tag noch angemeldet. Ich bin bei 201 Kilo gestartet und dann sind 85 weggekommen. Mein altes Leben, alte Muster sahen so aus, dass ich früh aufgestanden bin und das Frühstück erstmal weggelassen habe. Mittags, wenn ich Zeit hatte, in irgendeiner Frittenbude angehalten habe, meistens aber auch nicht, und abends mit einem Mordshunger nach Hause kam und dann nach 20 Uhr einen Kühlschrank leer gemacht habe. Und weil der Alltag so hart war, habe ich mir eine Flasche Bier aufgemacht und mich mit einer Tafel Schokolade verwöhnt. Man redet sich ein, ach naja, eigentlich bin ich gar nicht dick, das ist gar nicht so schlimm und mir geht es doch eigentlich ganz gut, bis der Krug sprichwörtlich bricht. Ja. Und ich war hier an dem Punkt angelangt, dass ich den Entschluss gefasst hatte, aber nicht wusste, wie es angehen soll. Und dort setzt das Programm ein. Da wird man quasi an die Hand genommen und nicht nur medizinisch betreut, sondern interdisziplinär auch von Psychologen betreut, sportphysiologisch betreut, über Ernährungsberatung lernt man wieder den normalen Umgang mit Lebens- und Genussmitteln. Mir wurde erklärt, was passiert in meinem Kopf, was passiert in meinem Körper, wie funktioniert der Motivationskreislauf, was habe ich zu erwarten, was kann ich tun. Wenn Sie sich ein Vierteljahr ausschließlich von Eiweißshakes ernährt haben, auch wenn es da 6 verschiedene Geschmacksrichtungen gibt, ich habe sie nicht alle ausprobiert, dann wird die sprichwörtliche Gurke zum Geschmackserlebnis. Und nicht nur geschmacklich, sondern auch der Sound, man beißt rein, das Gefühl, es knackt, man hat was zwischen den Zähnen und das hält an. Was ich am besten beschreiben kann, es ist ein neues Leben. Auf allen Ebenen. Das war ein Glücksfall, dass ich hier im St. Georg gelandet bin und nicht woanders, weil hier alles gepasst hat.